Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Heute ein ganz, ganz kurzes Video. Wir sind auf der Rückreise von Italien nach Hause. Und wer schon ein paar Videos von uns gesehen hat, der weiß, wir machen aber ganz gerne noch eine Zwischenstation, eine Übernachtung irgendwo im Frankenland. Und sind diesmal in Mittelfranken gelandet. Und zwar genauer gesagt in dem Ort Lauf an der Pegnitz. Und wir waren überrascht von dem schönen Städtchen. Das ist eine richtig niedliche kleine Altstadt. Anja schneidet euch mal ein paar Bilder mit rein, weil die Kamera hatten wir gar nicht mit, weil wir es nicht erwartet hatten. Die hübsche kleine Innenstadt mit ihren vielen gut erhaltenen Fachwerkgebäuden ist nur wenige Gehminuten vom Wohnmobilstellplatz entfernt. Im Gasthaus Weißes Lamm wurden wir herzlich am Stammtisch begrüßt und mit deftiger fränkischer Küche verwöhnt. Für uns gab es Haxe und Schäuferle. Wir haben hier einen Stellplatz angefahren, den wir über Park4Night gefunden hatten. Ein städtischer Platz, der kostenlos ist. Man hört es im Hintergrund vielleicht, es ist jetzt 7.30 Uhr morgens. Die Straße hier ist gut befahren, das ging auch so bis 22 Uhr. Also das muss man wissen, man steht hier nicht super ruhig. Aber es ist ein schöner Platz für so eine Zwischenübernachtung. Es ist nur 5 Kilometer von der A9 entfernt. Und der Platz hier ist für 4 Wohnmobile ausgelegt. Es ist alles da, was man braucht. Man kann sogar Strom zapfen, man kann eine kleine Fähr- und Entsorgung nutzen. Und es gibt hier sogar öffentliche Toiletten. Also da hat die Stadt schon was gemacht hier für die Gäste. Am nächsten Morgen sind wir nochmal über den Markt gestromert, wo Bauern regionale Köstlichkeiten anbieten. Wir haben beim Metzger Neber den halben Laden leer gekauft. In der Brotmanufaktur Bärenbrot gibt es noch Brot, Brötchen und Gebäck wie aus alten Zeiten. Weil wir mal wieder viel zu viel eingekauft hatten, haben wir abends unsere Freunde zu Hause zu einer spontanen, deftigen Brotzeit eingeladen. Fotos davon gibt es leider keine, die fielen dem Genuss zum Opfer. Ein Zwischenstopp bzw. Aufenthalt im Städtchen Lauf an der Pegnitz ist optisch wie auch kulinarisch absolut empfehlenswert. Mit dieser Empfehlung verabschieden wir uns für heute von euch, eure Kastenwagencamper und Frischluftfans Anja und Sven.